Guten Tag, meine lieben Freunde. Schön, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Codierungsvideo. Und die ACC-Besitzer unter euch werden es wahrscheinlich schon registriert haben. Ihr könnt nicht rechts überholen. Und wenn ihr es könnt, dann habt ihr die ACC-Rechtsüberholsperre nicht drinne. Wenn ihr das einstellen wollt oder wenn ihr es ausstellen wollt, zeige ich euch das in diesem Video mit ein paar kleinen Handgriffen. Viel Spaß! So, wenn ihr euer VCDS gestartet habt, den Dongle eingesteckt und die Zündung anhabt, macht ihr erstmal ganz entspannt einen Anschlusstest. Wenn alles okay ist, geht ihr direkt weiter zum Autoscan, um einmal alles zu erfassen, was sich in eurem Auto so abspielt, von Fehlern bis zu Programmierungen bzw. Codierungen. Und das dauert mal ein paar Minuten, das ist aber gar kein Problem. Und ich melde mich zurück, wenn das hier fertig ist. Jo, da sind wir auch schon. Alles fertig, alles aufgezeichnet. Dann macht ihr einmal euer Kennzeichen dazu und speichert den ganzen Spaß ab. Das dauert ein paar Sekunden. Und könnt dann auch schon wieder raus aus diesem Fenster. Und jetzt können wir auch schon Knallgas geben. Eine Sache noch, bevor wir starten. Wenn ihr Codierungswünsche irgendeiner Art bei irgendeinem Fahrzeug habt, dann sagt mir doch einfach mal Bescheid, beziehungsweise schreibt es in die Kommentare. Und ich schaue einfach mal, was davon ich durchführen und realisieren kann. Und ansonsten Codierungsanfragen gerne per Mail oder Instagram an mich. Um hier, ja, ich sag mal, das Rechtsüberholen mit verbautem ACC entweder zu aktivieren oder zu deaktivieren, gibt es zwei Varianten. Ich beginne jetzt erstmal mit der Variante, die bei meinem Fahrzeug funktioniert. Das ist, ja, ich sag mal, unter anderem davon abhängig, was für ein ACC-Modul ihr verbaut habt, beziehungsweise was für ein Radarsensor. Jetzt mögt ihr euch natürlich fragen, woran erkenne ich, welche Herangehensweise ich benutzen soll bzw. muss. Und zwar erkennt ihr hier einmal in dem Bereich oben links, welches Steuergerät bei euch in der Abstandsregelung verbaut ist. Bei mir ist es hier 3Q0907572C. Wenn ihr auch ein 3Q0 beginnendes Steuergerät bzw. ACC-Sensor mit 3Q0 habt oder einem mit 2Q0, dann folgt ihr dieser Herangehensweise, die ich jetzt gemacht habe, also über die Codierung. Wenn ihr einen mit 5Q0 verbaut habt, dann müsst ihr den Weg über die Anpassung gehen, den ich euch gleich erklären werde. Bei mir ist es folgende Herangehensweise. Wir begeben uns in das Steuergerät 13, gehen dann in den Bereich Codierung. Dann gehen wir in den Assistenten für die Codierung, das kennen wir auch alle schon, in den Byte 02. Zack. Und dann wählen wir aus Overtaking Write Prevention Active. Entweder ja oder halt nein, je nachdem, was ihr halt haben wollt. Also aktiv heißt, ihr könnt nichts rechts überholen und nicht aktiv heißt, ihr könnt rechts überholen. Und da das natürlich in Deutschland nicht zugelassen ist, rechts zu überholen, kommt natürlich dann stark auf das Land an, in dem ihr wohnt. Oder aber ihr scheißt natürlich aufs Gesetz, das kann natürlich auch sein, könnt ihr das halt entweder deaktivieren oder aktivieren. Bei mir ist es aktiv. Und ja, mehr gibt es im Grunde genommen auch nicht dazu zu sagen. Die zweite Variante werde ich euch jetzt nur erklären, die kann ich leider nicht durchführen, weil es bei mir leider nicht geht. Und zwar würden wir da, anstatt in den Assistenten für die Codierung zu gehen, einmal die Zugriffsberechtigung 14117 eingeben. Die würde dann hier geschehen, die nimmt er bei mir schon dann nicht an. Dann würden wir uns im weiteren Verlauf in den Anpassungskanal Vermeidung für unzulässigen Überholvorgang begeben und dann entweder auf Ein- oder auf Ausstellen. Das war es in diesem Sinne auch schon von diesem Teil. Wenn euch das gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und ein Abo, um meine weiteren Codierungen und andere Videos nicht zu verpassen. Ich bedanke mich wie immer vielmals. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.